Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic, wo es weitergeht, hier in der Kantine der Unterstadt, wo es jetzt heißt, dem lieben Candorous die Startcodes zu geben. So. Ich dachte, ihr wärt schon zurück. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, schafft es keiner von uns. Also, ich weiß, dass es einen Einbruch in die Sith-Basis gegeben hat. Ich weiß, dass ihr es wart. Und ich weiß, dass ihr die Abflugcodes habt, die ich brauche. Also, was sagt ihr? Wir tun uns zusammen und ich führe euch zu Daviks Stützpunkt, direkt zu Aben Hawk. Wir können gleich aufbrechen. Okay. Tun wir uns zusammen, aber wie kommen wir in Daviks Anwesen hinein? Davik sucht immer nach neuen Leuten. Ich sag ihm, wie ihr das Swoop-Rennen gewonnen habt und erwähne beiläufig, dass ihr für die Tauschhändler arbeiten möchtet. Ich sage ihm, dass ich euch gleich mitgebracht habe, damit er euch überprüfen kann. Ihr bleibt dann zwecks Überprüfung ein paar Tage bei ihm. Das macht er immer so. Das ist zu gefährlich. Wir sollten nach einer anderen Möglichkeit suchen. Habt ihr einen anderen Plan, Schwester? Oder meckert ihr nur rum, weil ihr nicht darauf gekommen seid? Nein, ich habe keinen anderen Plan. Trotzdem würde ich mein Leben nur ungern in eure Hände legen. Könnte ich von euch auch behaupten. Insofern stehen wir uns in nichts nach, aber glücklicherweise wollen wir ja beide runter von diesem Felsen. Während Davik euch überprüft, stehlen wir ihm die Aben Hawk und fliehen von Taris. Kommt schon. Ich habe einen Airspeeder in der Nähe. Der bringt uns im Nu zu Davik. Je früher wir Taris verlassen, desto besser. Candorous hat ein kybernetisches Implantat, das kleine Wunden heilt. Okay, das heißt, dann nehme ich ihn. Warte mal, ich mache ihn. Brauche ich ihn? Ne, ich brauche ihn, ne? In einer Gruppe sind weniger als 3 Karte, möchte trotzdem fortfahren. Beziehungsweise ich möchte sie noch mitnehmen. Okay. Okay. Ihr habt mich rufen lassen, Lord Malak? Die Suche nach Bastila dauert mir zu lange. Wir können nicht riskieren, dass sie uns entkommt. Zerstört den ganzen Planeten. Den ganzen Planeten, Lord Malak? Aber es leben Milliarden von Menschen auf Taris. Wir würden unzählige, unschuldige Zivilisten umbringen. Außerdem sind unsere eigenen Leute noch unten auf dem Planeten. Euer Vorgänger hat einst den Fehler gemacht, einen meiner Befehle in Frage zu stellen, Admiral. Ihr seid doch sicher nicht so dumm, den gleichen Fehler zu begehen. Nein, natürlich nicht. Ich werde Ihren Befehl sofort ausführen. Aber es wird mehrere Stunden dauern, die Flotte in Position zu bringen. Dann schlage ich vor, ihr beginnt sofort mit dem Manöver. Wegtreten, Admiral. Jawohl, Lord Malak. Ah, Candorous. Wie ich sehe, habt ihr jemanden mitgebracht. Höchst interessant, wenn ich das mal bemerken darf. Normalerweise reist ihr doch alleine. Ist doch sonst nicht eure Art, euch nach Partnern umzusehen, Candorous. Ihr werdet langsam weich. Passt auf, was ihr sagt, Callow. Ihr seid vielleicht der neueste Carfund hier im Rudel, aber der Chef seid ihr noch lange nicht. Genug jetzt! Ich werde nicht zulassen, dass sich meine beiden besten Männer gegenseitig umbringen. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Ich bin sicher, Candorous hat eine gute Erklärung, warum er nicht mehr alleine arbeitet. Das ist ein Sonderfall, Davik. Ich bin jemandem begegnet, der für die Tauschhändler vielleicht von Interesse ist. Vielleicht habt ihr ja schon von seinen Verdiensten gehört. Ach ja!
Jetzt erkenne ich euren Begleiter auch. Der Sieger des großen Swoop-Rennens. Sehr beeindruckend. So wie euer Abschneiden bei der ziemlich heftigen Schlägerei danach. Schön, dich endlich kennenzulernen. Adavik, mein Name ist Nalef. Es war nicht gerade ein besonders schwieriger Kampf. Ich weiß jetzt wenigstens, dass Betrüger ein kurzes Leben haben. Ich wusste gar nicht, dass ihr ein Swoop-Fan seid. Okay, ich würde das hier nehmen. Eine wichtige Lektion, ganz ohne Zweifel. Ich habe in meiner Branche zu viele Leute leiden sehen, weil sie diese Lektion nicht gelernt hatten. Mit einer Empfehlung von Kenderus und einer gründlichen Überprüfung eurer Vergangenheit könntet ihr bald zu den Tauschhändlern gehören. Viele würden alles tun, um sich dieser Ehre würdig zu erweisen. Okay, euer Angebot ist faszinierend, Davik. Kommt mit, wir machen mal eine kleine Führung durch meinen Betrieb hier. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Ja, das ist sie, mein ganzer Stolz, die Ebon Hawk. Das schnellste Schiff im Outer Rim. Man beachte die hochmodernen Sicherheitssysteme, die ich zu ihrem Schutz installiert habe. Die Schilde sind völlig undurchdringlich. Niemand kommt ohne die Codes an mein Baby ran. Leider nagelt die Militärblockade der Sith derzeit die Ebon Hawk am Boden fest. Sie ist schneller als jedes andere Schiff in der Galaxis. Aber nicht mal dieses Baby ist schnell genug, um den zielsuchenden Lasergeschützen der Sith-Flotte im Orbit auszuweichen. Natürlich arbeite ich fieberhaft daran, mir die Sith-Abflugcodes zu beschaffen, damit ich ungehindert kommen und gehen kann. Allerdings machen wir da nur langsam Fortschritte. Doch wir sollten jetzt weitergehen. Tja, ich hab die Codes. Ha! Das werden eure Räumlichkeiten sein. Die Sklavenquartiere sind gleich den Gang runter. Genießt ruhig ein wenig die Annehmlichkeiten dort, während ich eure Angaben überprüfe. Wenn diese Überprüfung keine Probleme ergibt, werdet ihr eingeladen, den Tauschhändlern beizutreten. Ich empfehle euch, diese Einladung anzunehmen, falls ihr sie erhaltet. Eine Ablehnung hätte sehr unangenehme Folgen. Ich freue mich, euch zu arbeiten. Tut mir leid, ich muss weiter. Wollt ihr mich wie einen Gefangenen behandeln? Ihr werdet die nächsten paar Tage als mein Gast in diesen Räumen wohnen. Ich bestehe darauf. Ihr dürft gerne die Sklavenquartiere besuchen, wann immer euch danach ist. Ich muss euch allerdings warnen. Solltet ihr außerhalb des Gästeflügels angetroffen werden, oder solltet ihr meine anderen Gäste belästigen, würden meine Sicherheitskräfte höchst ungehalten reagieren. Ich komme wieder, wenn ich eure Angaben komplett überprüft habe. Macht es euch bis dahin bequem. Kommt, Kello. Gönnen wir unseren Gästen etwas Ruhe. Okidoki. Okay, wir sind drin. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir an dem Sicherheitssystem der Ebon Hawk vorbeikommen. Dann holen wir den Rest eurer Gruppe und verschwinden von hier. Aber es macht keinen Sinn, hier zu warten. Je früher wir von Taris wegkommen, desto besser. Neuer Tagebucheintrag. Und Kenderus hat natürlich erstmal ein Level-Up. So, Kenderus Ordo, ein erfahrener Mandalorianischer Söldner, hat sich dir angeschlossen. Allerdings weißt du nur sehr wenig über ihn. Gut. Dann würde ich sagen, kriegt er erstmal seinen Level-Up, Level 5. Mache ich bei ihm das automatisch? Ich guck mal selber. So, Fähigkeiten. Was hat denn er? Er hat Heilen und Sprengstoff. Kriegst du mal eins ins Heilen. Talente. Oh Gott, du hast hier schwere Rüstung. Du hast hier blastermäßig ordentlich was auf dem Kasten. Da würde ich sagen, kriegst du auf jeden Fall auch nochmal den verbesserten schnellen Schuss. Charaktere mit diesem Talent haben einen zusätzlichen Fernangriff pro Runde während und 3 Sekunden nach dem Einsatz des Talentes sinkt der Verteidigungswert des Kassiv-Angriffs wieder um 2 Wochen. Genau. Dann hat er das hier vollends ausgebaut. Was ist denn hier das? Zähigkeit. Dieses Talent verleiht einem gerade pro Level einen Grundsatz. Gilt auch für alle bereits errungenen. Okay, der Charakter ist sehr widerstandsfähig. Jeder erlittene Schaden verringert sich daher um 2 Punkte. Darüber hinaus erhält die Figur pro Level einen zusätzlichen Gesundheit. Ich glaube, das nehme ich. Hört sich gut an. Okay, nochmal.
alles hier rein. Talente, was nimmst du jetzt? Dafür brauche Stufe 8, okay. Aber er hat ja wie gesagt diese schwere Waffen, das soll er auch gut beibehalten. Dann nimm doch das hier. Okay. Super. Stufe 7. Sehr schön. Dann. Ja? Ja, würde ich mal sagen, speichern ab hier. Die Zeit ist auf jeden Fall. So, jawohl. Und dann gehen wir mal hier raus. Eine einfache Sicherheitstür. Die kann man alle öffnen. Das ist eine normale Tür. So, ich gucke erstmal. Sicher, sicher. Da ist auch eine normale Tür. Da scheint es auch irgendwo lang zu gehen. Aber mehr. Scheint höchstens. So. Okay, Feldkiste erstmal looten. Credits. Medikit, Computersonden. Genau, okay, dann. Mach das mal auf, komm. Knüppel mal nieder. Wer ihr? Warum ihr hier? Ihr raus oder ich Wachen rufen. Tut mir leid, falsches Zimmer. Ich wollte ein paar Fragen stellen. Zeit sich von der Welt zu verabschieden. Käfergesicht. Haha. Ich jetzt sauer, jetzt sterben und ich rufe Wachen. Oh Gott, glaube ich nicht. Dunkle Seitepunkte. Jawohl. Sehr schön. Käfergesicht ist hinüber. So, Credits und Computersonde. Dann mach hier mal auf. Erstmal dezent verfehlt. Was war denn das jetzt? Oh, guck mal hier, die ganzen Trophäen, hey, schön. Oh, und der fette Rancor hier, das ist cool. Ja, klasse, okay. Und kleinere Sachen. Ach, schön. So ein Rancor-Kopf macht sich in jedem Zuhause echt gut. Gut, machen wir auf hier. Eine sehr robuste Feldkiste. Hält mehr aus als so eine Tür, ne? Nur so nebenbei. Komm, mach auf. Ganz im Ernst, die sind echt robust. Kommt schon. Oh, das ist ja furchtbar. Eins. Ja, natürlich. Ja, das sieht ja schon besser aus, hey. So, hier. Wunderbar. Was ist denn das? Ein Servoverschluss. Okay, alles mal mitnehmen. So, machen wir auf. So, hier Kisten. Knackexperte vom Allerfeinsten. Hey, super. Okay, ein Datapad, Credits, Passerkarte minus 2 und minus 3. Wunderbar. Hey, das läuft doch. So, dann machst du hier mal auf. Hey, was soll das, hier einfach reinzuplatzen? Verschwindet! Oder ich rufe die Wachen! Pudu! Die Wachen? Sklaven dürfen nicht aus den Sklaventieren raus. Sie dürfen mich nicht sehen. Hey Baby, warte mal, ich wollte doch nicht wirklich... Verdammt! Also schön, ihr habt gerade mein Betthäschen für heute Nacht verscheucht. Also solltet ihr lieber eine gute Erklärung ausspucken, bevor ich stinksauer werde und die Wachen rufe. Ihr könnt die Wachen nicht mehr rufen, wenn ihr nicht mehr atmet. Ihr hättet euch lieber ein leichteres Ziel aussuchen sollen, Blödmann. Wenn die Wachen hier auftauchen, seid ihr erledigt. Ja, ich glaube nicht. So, wunderbar. Ach, da sind auch schon die Wachen. Ha, na dann.
Ich will auch. Komm, auf. Sehr schön. Und umhauen. Jetzt du ein Träumchen. Super. Okay, Splittergranate und Credits. So, machen wir die Feldkiste auf. Und gucken mal, was da drin ist. Teile, Medicaid, Credits. Sehr gut. Okay, der hier hat nichts. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal nach hier oben. Und gucken mal, was da so ist. So, natürlich sicherheitshalber erstmal den Speicherex machen. Jawohl. Und weiter geht's durch die Tür. Ich hoffe. Ihr Sklaven. Und Sklave und Sklave. Computer sind Teile. Credits. Willkommen in den Sklaventee. Mein Herr, wir haben hier köstliche Früchte und Beeren, um euren Gaumen zu verwöhnen, und luxuriöse Bäder, um eure verspannten Muskeln zu entspannen. Hey, das ist mal ein Ort, wie er mir gefällt. Wollt ihr vielleicht eine entspannte Massage, was auch immer ihr wünscht? Wir sind hier, um euch zu dienen. Für sowas habe ich keine Zeit. Ja, eine Massage wäre jetzt ganz angenehm. Ich brauche Informationen. Aber was könnte ich euch sagen? Uns Sklaven ist es verboten, diesen Raum zu verlassen. Daraus besteht die Folter und der Tod. Sagt mir, was ich wissen will, und ich werde David berichten, wie zufrieden ich mit euren Diensten war. Vielleicht loggen wir 50 Credits eure Zunge. Entweder ihr redet oder ich schieße euch die Körperteile der Reihe nach weg. Ja, das ist doch gut. Bitte tut mir nicht weh. Ich sage euch alles, was ich weiß. Ich bitte nur, dass es David niemals herausfinden wird oder mein Leben wird in schrecklichen Qualen enden. David gestattet uns nur zu selten Luft, die Lusträume zu verlassen. Wir wissen nur, dass wir von Davids Gästen hören. Was wird David gestern? In letzter Zeit reden sie alle über den armen Hutrow. Man hat ihn geschnappt, wie er versuchte, Gewürz aus dem Labor zu stehlen. Normalerweise lässt man Hutrow so etwas durchgehen, weil er Daviks Privatpilot für die Ebenhawk ist, okay? Aber da die Sith das Starten von Schiffen von Wilden verboten haben, wird Hutrow jetzt wie jeder andere auch behandelt. Sie haben ihn in Daviks Folterkammern gesperrt. Okay, wo sind die Folterkammern? Ich denke, ihr könnt durch den Gang hinter der Westtür von Daviks Thronsaal dorthin kommen. Geht von den Sklavenquartieren einfach nach Westen und ihr kommt zum Thronsaal. Doch es werden sicher Daviks Wächter in der Gegend patrouillieren. Wenn ihr den Gästeflügel verlasst, schießen sie zuerst und stellen später Fragen. Bitte, sonst weiß ich wirklich nichts. Ja, da muss ich jetzt gehen. Aber natürlich, ihr könnt jederzeit zurückkehren, wenn ihr euch verwöhnen lassen wollt. Wir sind hier, um zu dienen. Das ist gut zu wissen. Okay, also Privatpilot retten. Was sagten ihr so? Willkommen im Sklaventier, mein Herr. Wir haben köstliche Früchte, bla bla bla. Ja, ja, Massage. Versuche, habe ich keine Zeit. Ich muss gehen. Okay, die redet im Prinzip genau das Gleiche. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Ist das der Thronsaal? Oh, das sieht so aus. Okay, hinten sind jede Menge Wachen. Das heißt, da kannst du mal eine Splittergranate hinpimmeln. Dack, 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 dack. Ein Träumchen. Und dann umhauen. Na, jetzt du. Jawohl. Und umhauen. Wieso hatten die keine Waffe in der Hand? Was ist denn? Hier bin ich. Ja, ich weiß, Mädel, aber warum hast du nichts am... Warum hast du keine Waffe? Nimm mal das hier. Gott, das ist ja furchtbar. Also echt. So. Granate. Super. Dusch. Und umhauen. Wunderbar.
Okay. Das heißt, hier ist noch eine normale Tür. Kannst du die entschärfen? Probier mal. Jawohl, ein Träumchen. Und Fords Kiste plündern. Ein Reparaturkit, Teile, Computersonde und ein Medikit. Sehr schön. Okay. Lass mich raus hier, lieber Kendrus. So, Sicherheitsterminal. Zwei Sonden, ich habe 10, das passt. Systembefehle, würde ich sagen. Hangar-Sicherheitsszenen deaktivieren. 10 Sonden. Alle Sicherheitstüren öffnen. 3 Sonden. Dann mach das doch mal. Und dann nimmst du noch mal die Gebietspläne für 5 Sonden. Okay. Und wie groß ist das Ding? Sehr groß. Ich glaube hier, das dürfte der Startbereich sein. Das ist der Hangar, genau. Okay, gut, dann sieht das doch schon mal hier sehr, sehr solide aus. Türen sind hier jetzt soweit auch alle hier geöffnet. Ich war hier, ich will jetzt erstmal hier in diesem Bereich gehen, genau. Guck einfach mal, was hier los ist. Lasst es uns schnell erledigen. Jawohl. Ein Träumchen. Und dann erstmal hier um die Ecke. Geh da mal gucken. Ein Folterdruide. Okay. Was heißt das, der Pilot? Dafür lohnt es sich zu leben. Und hat echt sehr viel aus. 250 Epesen. Synchron runtergeknüppelt. Ein Traum. Gut, dann nimmst du mal hier eins von den massenweisen Medikits und redest mit dem lieben Hudrow. Kannst du nicht. Gut, dann Käfigschalter. Danke. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fürchterlich der Folterkäfig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen hätte, bevor ich wahnsinnig geworden wäre. Ich könnte euch nicht einfach leihen lassen. Ja, natürlich. Nee, Gott. Gut, ihr seid frei und jetzt gebt mir eine Belohnung oder ich eliminiere euch höchstpersönlich. Bitte tut mir nicht weh. Ich sage euch alles. Ich habe Informationen, die ein Vermögen wert sind. Bleibt einfach ruhig, ja? Ich sage euch, was ich weiß. Ich war der Pilot der Aben Hawk, Darviks Flaggschiff. Ich kenne die Codes, um das Sicherheitssystem des Schiffs zu deaktivieren. Ich speichere sie in eurem Datapad. Ihr könnt die Codes benutzen, um die Aben Hawk direkt aus dem Hangar zu stehlen. Verkauft sie an den Höchstbieter. Gebt sie Darvik für ein Lösegeld zurück. Was immer ihr damit macht, ihr werdet tausende Credits verdienen. Okay. Gut, ihr könnt gehen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ihr seht besser zu, dass ihr mir eine anständige Belohnung anbietet, wenn ihr hier lebend rausspazieren wollt. Was? Aber ich habe sonst nichts. Die Codes für die Abenhawk sind ein Vermögen wert. Reicht das nicht? Bitte lasst mich einfach gehen. Ihr könnt die Wachen alarmieren. Ich eliminiere euch besser direkt. Wir haben, was wir wollten. Kein Grund, eurer Neigung zu Gewalt nachzugeben. Doch. Ich mache, was ich will. Mischt euch nicht ein. Verdammter Bastard! Ihr seid ja krank im Hirn. Ich habe doch nicht die ganze Folter ertragen, um mich von euch abschlachten zu lassen. Ja, doch, hast du. So, na, Tagebuch, die dunkle Seite, Punkte. Ja, komm hier. Ah, schön, das tat gut. Haha, okay. Habe ich jetzt die Startcodes? Flucht von Daris. Du hast die Codes, um das Sicherheitssystem der Aben Hawk zu deaktivieren. Geh jetzt schleunigst an Bord, bevor es zu spät ist. Jep, mach ich auf jeden Fall. So, habt ihr noch was, ihr lieben Druiden? Nee, ne? Okay. Oder? War da hinten was? Nee, da war nix. Okay. Ja, ein Träumchen, hey. Super, das läuft doch echt gut. Sollen wir mal speichern? Das muss sein, immer wieder. Und was war hier? Wie könnt ihr es wagen, meine Gemächer zu betreten? Ich bin ein persönlicher Gast von Darvik.
Ich habe ausdrücklich angeordnet, dass ihr Wache mich nicht vor morgen früh zu stören habt. Wie kann Davik erwarten, dass ich in seine Unternehmungen investiere, wenn er solche Inkompetenz zur Schau stellt? Ich sollte die anderen Wachen rufen und euch bei eurem Vorgesetzten melden. Rührt den Alarm an und ihr könnt euch vom Reich der Lebenden verabschieden. Was? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Ich werde Davik ersuchen, euch für diese Unverschämtheit bestrafen zu lassen. Das reicht jetzt. Zeit für euer Ende. Was? Oh nein, Hilfe! Meuchelmörder, Attentäter! Wache! Zu mir! Ja, ist aber nicht. Sind alle hinüber. Aber der hat echt was aus? Für so einen Adligen? Ich zeig's dir. Ja, was willst du mir zeigen? Ein Scheiß zeigst du mir, Kumpel. So. Ich zeig's dir. Ah, verdammt. Ah, das sind noch Überreste. Nehmen wir das mal mit. Ganz vergessen zu übersehen. So, da ist noch eine Wache. Das sind jede Menge Wachen. Okay, stürm rein. Computerzugangskarte für das Medikit, Energie, alles nehmen. Und ruf da. Auf geht's. 4 Stück, das kriegen wir hin. Hier, nimm das. Komm, jetzt auf. Ich will auch mal. Dankeschön. Und jetzt zuletzt. Er hier. Jawohl. Da noch eine. Echt? Ach, da in der Ecke, okay. Jawohl. Sehr schön, okay. Er hat noch was. Medikits. Und ansonsten. Genau, da liegt noch. Splittergranate. Aber mehr ist auch hier nicht. So, du hast noch was. Lass mal kicken, noch eine Splittergranate. Und jetzt hier. War da nicht der Händler? Ne, das ist nur Tresor. Was haben wir denn da? 500 Credits, ein Träumchen. Und was ist hier drin? Ionengranate, Blasterpistole, Panzerverstärker, schwerer Blaster. Verbessertes Medikit. Ein Traum. Hey, super. Gut. Das haben wir. Dann würde ich sagen, geht es hier jetzt weiter. Wow. Okay, das sind einige. Okay, schmeiß dem mal eine Granate hin. Mädel, renn doch nicht, das ist... Okay, aber es ist schon mal ein Anfang. Gibt nur noch recht wenig jetzt Platz zu machen. Und dann nimmst du den hier hinten. Sehr gut. Okay, erste Hilfe-Kits. Das kannst du mal looten. Und... Er hat noch was, okay. Jawohl. Und hier das. Sonst noch jemand was? Nein? Dann würde ich sagen, was kann ich tun? Du erstmal Medikit. Gönn dir auf jeden Fall. Ja? Ja, wir gehen hier weiter. So, oder ist hier hinten noch was zum Looten? Irgendwo genau, da liegt noch was. No Credits, darf man nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, geht's hier weiter nach unten Richtung Hangar. Wobei, hier ist auch noch was. Die Kasernen, da war ich auch noch nicht, glaube ich. Genau, gut, dann mach das mal. Aber erstmal speichern. Ein sehr, sehr langer Gang. Genau, und ich glaube, hierdurch geht es dann in den Hangar, genau. Aber schön ausgewichen. Hier, nimm das.
die Wachen umhauen? Jawohl. Super. So, ist noch ein Sicherheitsterminal. Ich habe aber keine Sonnen mehr, von daher. Lass es mal. Oder komme ich da so rein? Computerkäse, Zugangskarte verwenden. Okay. Auf. Systembefehle. Hangar-Sicherheitssystem mit deaktivieren. Zurück zum Hauptmenü. Abmelden. Okay. Nochmal hier gucken. Ganz schnell. So, was hier noch war. Hier war sonst nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, ab geht's. In den Hangar hinein. Und was mich hinter dieser Hangartür erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es denn heißt, weg hier von Taris. Ach, das ist noch ein Gewürz? Ein Gewürzlabor? Wo ist das Gewürzlabor? Das ist Gewürzlabor gewesen. Okay, wäre gut. Wenn es dann heißt, ab weg hier von Taris mit meiner ganzen Crew. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Macht es gut und ciao, ciao.